Hey Gunners, was geht bei euch ab? Ich bin der Dumbabla und ich zeige euch heute meine PB Bison Top 10 Liste. Seid ihr bereit? Gut. Auf dem 10. Platz haben wir die PB Bison Modern Hunter. Unauffällig? Sexy, Blätter drauf, grau, orange, Ocker. Ist da Ocker dabei? Ich glaube, das ist so ein bisschen öckrig. Der Skin ist gar nicht mal so extrem schlicht, finde ich, weil er eben dann doch recht hübsch ausgebaut ist oder ausgearbeitet ist mit diesen Blättern und dem Scheiß. Hier sind Wurzeln eines Baumes oder sowas oder Ranken, keine Ahnung. Geiles Teil, aber wisst ihr, was es kostet? 77 Euro in FN. Ist auch wieder irgendwas ganz Besonderes. Da könnt ihr mir bestimmt genauer erzählen, warum das Ding so viel kostet. Auf meinem 9. Platz liegt die Photic Zone oder Photic Zone oder wie auch immer. Da sind viele verschiedene grüne Töne mit dabei, was mir sehr gut gefällt. Deswegen ist sie auch auf dem 9. Platz. Der Preis liegt hier bei 49 Cent. Greift zu. Als nächstes, also auf dem Platz Nummer 8, kommt die Cobalt Halftone. Ich habe letztens eine gehabt, die sah irgendwie cooler aus. Na egal, egal. Die Farbe ist schick und das Muster entweder bestehend aus kleinen Kreuzchen oder eben aus einer grauen Oberfläche, die mit blauen Punkten, wie man es hier oben sieht, befüllt wird. Sowas gefällt mir halt nicht. Schick. Ich hatte eine, die geiler aussah. Wo habe ich die hergehabt? Guck mal, hier ist so eine Roststelle. Sie kann Schrott schmeißen, die warf die Rost da weg. In FN kostet sie 53 Cent. Und trotzdem rostet sie weg damit. Auf dem 7. Platz kommt praktisch die Erweiterung davon. Die Blue Streak. Die sieht hammer aus. A, Farbspritzer oder B, Wellen, Wasserbewegungen oder sowas. Sehr kräftig durch diesen starken Kontrast mit dem dunklen Hintergrund der Waffe. Ist hier eine Unterschrift drauf? Erkenne ich von hier nicht. Ist vielleicht auch nur Dreck. 4,67 Euro kostet das Teil. Ich weiß jetzt nicht genau, woher dieser Preis kommt. Es muss, denke ich, was Besonderes sein, weil jetzt einfach nur aufgrund des Aussehens her würde ich jetzt auch nicht sagen 4,67 Euro. Vielleicht 67 Cent. Und jetzt passt auf, die Rust Coat. Sag mal, habe ich die Shader irgendwie verändert? Ah, da ist sie. Schön im Battlescare, da sieht das Ding hammer aus. Meine Freundin ist auch so jemand, der auf Rostkram steht, also so Rostvasen. Und guck mal da, ein verrosteter Eimer, den kann man als Deko... Okay, vielleicht jetzt nicht so arg übertrieben, aber ihr kennt diesen Rostlook auf jeden Fall. Ist so ein bisschen wie bei Used Look bei den Jeans, was ich nicht so wirklich verstehen kann, weil die eigentlich was erfüllen... Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Das ist schon was Besonderes irgendwie. Schade, dass das Magazin hier unten nicht verrostet ist. Das wäre nochmal ein bisschen cooler. Aber was soll man machen, ne? Ich bin ja nicht der Designer. 8,18 Euro kostet der Skin in FN. Wobei er in FN nicht so gut aussieht wie in Battlescare. Das hier wäre er in FN. Da finde ich... Nee, also dann sieht es blöd aus. So sag ich. Nein. Auf dem 5. Platz befindet sich bei mir die Irradiated Alert. Ihr könnt euch schon denken, warum, ne? Hier Zeichen und sowas. Sie erinnert auch so ein bisschen an die Rust Coat direkt, also tatsächlich mit diesen Rostfarben und dem Blau noch. Aber das Teil macht es natürlich bombig. Es ist halt bombige Waffe. Ist super Ding. Guck mal, sogar grau. Was kostet das Ding? 5,02 Euro. Na gut, ich meine, hab ich gesagt. 5,02 Euro, Uptrade, Waffe, Angebot, Nachfrage, besondere Kiste, Salat. Auf dem Platz Nummer 4 befindet sich die PB Bison Antique. Merkst du was? Bei den Schrotflinten, glaube ich, gab es auch solche Antik-Dinger oder eben Holz, Maserung, Sack. Man fühlt sich direkt wie auf einem Piratenschiff oder sowas. Ja, die hatten solche Waffen früher auch schon. Denkt doch mal nach. Hallo? Die Goldverzierung auf diesem alten Metall und dann noch diese Holzspickungen, hervorragend. Preis-Leistung, 95 Cent. Es geht. Ich würde fast sagen, dass es sich in Grenzen hält, oder? Es muss einem halt wirklich gefallen, diese antike Geschichte. So wie bei der Rust-Sache auch. Eigentlich bei allen Skins. Aussehen, beziehungsweise die Wertung des Aussehens liegt immer im Auge des Betrachters. Und von daher ist sowas ja generell schwierig. Jetzt folgen wieder Platz 3, 2 und 1. Ihr könnt jetzt also erraten, was da wohl bei mir so liegt. Ihr könnt überlegen, was gibt es noch so für PB Bison Skins? Weiß ich da noch was? Und ich werde meinen grünen Stift vor meinem Gesicht rumfuchteln. Look at this, Harold. So, genug geraten, los geht's. Auf dem 3. Platz liegt die Osiris. Schickes Teil, schönes Teil, bienenmäßige Achtung, Achtung, hier komme ich, Geschichte. Weiß, schwarz, gelb, orange. Hier vorne ein bisschen abgenutzt, trotz FN, aber was soll man machen? Das ist halt Billigfarbe auf dem Ding, ne? Steht sogar drauf, Osiris, dass du weißt, was du in der Hand hältst, also was für ein Skin. Die Waffenart steht nicht drauf, da muss man sich dann doch ein bisschen auskennen vielleicht, aber naja. Das Teil kostet 51 Cent und ist zumindest aus meiner Warte aus einer der... meistgespielten Skins, die ich so sehe. Da könnt ihr natürlich auch andere Erfahrungen gemacht haben, aber das ist so bei mir wirklich der Skin, den ich sehr oft sehe. Ja, Platz Nummer 2 kommt jetzt. Guckt euch diese Giftspritze an. Fuel Rod auf meinem 2. Platz. Ist es nicht geil? Hier oben sieht es total voll geregnet aus, als wenn da einfach irgendwas draufgerieselt wäre und es schmiert sich so an der Waffe runter. Ist aber egal, weil in der Waffe noch viel krasseres Zeug drin ist und damit besprenkelt man seine Feinde. So ein bisschen wie bei einer Wasserschlacht, aber halt mit... Gülle. Dieser Drache ist nur ein Sticker, er gehört nicht zum Skin dazu. Das wiederum schon, was natürlich auch den Platz extrem angehoben hat von dem Teil. So wie der Skin gestaltet ist, scheint es sogar zu leuchten hier unten, das Magazin. Und das ist einfach nur Hammer. Jetzt folgt der Platz 1, überleg nochmal ganz genau, was ist denn noch übrig für überhaupt? Nix. Doch. Achso, übrigens 1,88 das Teil, 1,88 in FN. Wow.
Pibi Bison Judgment of Anubis auf meinem ersten Platz. Sick! Anubis. Blau, Gold, Schwarz, Gelb, Grün. Ein roter Ohrring. Ultra, oder? Ultra. Soll es ein Ohrring? Ist es eher nicht. Ein rotes Ding. Das hier sieht sogar aus wie Augen. Hier so ein bisschen, oder? Als wenn da so rote Augen durchschauen würden hier überall. Mann, 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 ist das ein schönes Teil. Da kannst du nichts sagen bei dem Gerät, ne? Das habe ich letztens meiner Frau gekauft. Die ist total wahnsinnig nach dem Ding, hm? So als Hängeschmuck. Gibt's sowas eigentlich schon? Also so Schmuck von CSGO? Weil ich alle Mädels... Du hast schon recht. So Anhänger, so eine AK oder sowas. Also natürlich mit einem Skin direkt. Boah, das wäre der Hammer. Würde ich mir auch kaufen. Bin ich ganz ehrlich, ja? Soweit so gut, ich bin gespannt, ob ihr richtig raten konntet. Des Weiteren bin ich natürlich auch gespannt, wie ihr hier überhaupt zu meiner Top 10 steht, ob sie euch gefallen hat oder ob ihr da komplett dagegen seid. Ihr könnt gerne eure eigene Top 10, Top 5, Top 3 oder auch einfach nur euren ersten Platz der Pibi Bisons angeben in den Kommentaren. Ich bin gespannt, wie diese Folge bedäumelt wird, denn die Pibi Bison ist ja eigentlich ein Skin, den man jetzt halt nicht so oft spielt. So insgesamt von dem, ne, man spielt eher Ump oder P90. Aber ich kenne nur ganz, ganz wenige oder habe das so ganz, ganz selten mitbekommen, dass mal jemand die Pibi Bison spielt. Und falls man sie spielt, dann ist der Osiris-Skin drauf. Habt ihr euch gemerkt, ne? Nice. Dieser Skin kostet übrigens 7,49 €. Habe ich noch nicht gesagt, gell? Sorry. Ich vergesse es immer beim letzten. Man merkt halt, je höher wir kommen, desto eher rücken die Videos in den Fokus, weil eben die Waffen auch wirklich gesucht werden. Keiner sucht nach irgendwelchen Schrotflinten oder sowas. Wenn wir dann aber bei den großen Sachen angekommen sind und vor allem bei den Knives, da bin ich dann schon stark interessiert, wie das Video vor allem im Vergleich zu so einem Video wie bei dem Skin hier laufen wird. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Livestream ist jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr. Ciao.